Weiter geht es, meine Lieben. Willkommen. So, in der Hoffnung, dass wir heute das Schafott bauen können. Und mal schauen, ob wir hier drüben mit Baumholz schon in den Konflikt kommen oder nicht. 11 Krieger mit 4. Ich müsste halt, jetzt, wir haben ja super viel Geld. Wenn der Händler jetzt kommt, glaube ich, oh, Sophia kann jetzt lesen, können wir mal reinstarten und ein bisschen Ausrüstung kaufen. Das würde ich gut finden. So, Sophia kann... Ist Intelligenz tatsächlich 7? Können wir ihr denn jetzt sagen... Weiß ich nicht. Lernen? Ja, könnten wir ihr. Weil dann würde ich sie relativ schnell dazu... Oder warte mal, wer ist denn... Gibt es jemanden, der intelligenter ist als Sophia? Nicht wirklich, wa? Sheila kann es auch, aber... Schüler will ich dafür eigentlich nicht nehmen. Oh, ich brauche unbedingt Salben und Ausrüstung. Ich kann aber Schüler jetzt, Sophia jetzt nicht nehmen, um hier irgendwas zu machen, ne? Todeswett bekommt mal Nieren. Setz los. Konflikt zwischen Nachbarn. Ich grüße dich, Barney. Du versteckst dich unter dem Saum eines Frauenrocks. Achso, okay. Wehe, du bittest mich jemals um Hilfe. Ja, wird nicht passieren, keine Angst. Windspitze und Verwünschung. Syrante. Was plant was? Zu verlassen. Gott, ist sie schlecht. Ja, und sie kennen wir. Jo, alle Kacke. Alle Kacke. Tipps, baue mehr Tempel. Warum? Reicht der eine nicht aus? So, das geht. Das geht. Wetsche war leeren 5. Sophia. Und Larissa. Larissa lernt nebenbei noch ein bisschen. Hat jetzt Intelligenz auch 5. Okay, Grain verlässt die Siedlung, das ist okay. Ich weiß nicht, das ist der Chef von... Achso, von Großnebel. Okay, mit dem verstehen wir uns ja sowieso gut. Was macht sie hier? What the fuck, wieso geht denn sie hier so einen riesen Bogen? Ich wette, sie holt sich Banditen. Okay, es gibt viele Arbeitslose. Ist das so? Wie viel haben wir denn? 7. Mann. Ja, bitte. Bitte baut das Schafott. Tut es. Barney Manieren 11. Der Lord ist zu beschäftigt. Mit Knattern oder was? Na ja, gut, dann lassen wir die hier erstmal ein bisschen... Rumposaunen. Kann ich eigentlich die Bauernhäuser mittlerweile wieder bauen? Nö, immer noch nicht. Achso, 87. Ach, hervorragend, da kommt die heilige Karawane. Oh. Mein liebster Freund, der heilige Händler. 248, alles super. Sollst du bekommen. So, wir haben noch einen Sklaven. Bitteschön. Dann bekommst du von mir noch etwas Opfen. Du bekommst definitiv erstmal hier eine Menge. Hier sind ein paar Assi-Rüben, kriegst du auch noch. Alter, 350. Oh. 350 Holz, das ist auch super viel. So, dann hätte ich gern alle deine Salben. Ich hätte gerne... Bisschen 9. Also ich würde mir die Schweine farmen. Ja, ich kaufe mir die, wenn ich das Geld dafür habe. So, dann hätte ich gerne eigentlich... Ah, okay. Die kann ich gar nicht kaufen. Dann nehmen wir uns die Schilde. Nehmen wir uns mal 5. Und ich hätte eigentlich auch gerne noch ein paar Speerchen. So, und dann kriegst du noch irgendwas. Wir haben ein paar viele Streitkolben am Start. Komm, kriegst du mal einen Streitkolben.
Dann kriegen wir noch 14 zurück. Achso, und ich hole mir noch mal zwei davon. So. Okay, 1:1 Tausch, wunderbar. Perfekt. Lilly erreicht Stufe 10 Handel. So, jetzt haben wir 6 Verbrecher schon wieder. Ja, erledigt. Bauernhaus kennen wir. Dann macht Lyrissa weiter mit, ja, keine Ahnung, mit dem hier. Ist mir eigentlich super Banane. Hauptsache, wir haben wieder alle Sachen und können die dann wieder bauen. Sophia kann lesen. Sophia kann aber nicht schreiben, ne? Warte mal, das wollte ich nochmal gucken. Kann ich ihm auch Exemplare von Büchern verkaufen? Ah ja, guck mal, das würde auch gehen. Weil ich könnte zum Beispiel einmal Tempel verkaufen. Habe ich zu viel. Das ist natürlich super geil. Das finde ich gut. So, und dann kaufen wir uns mal hier 2 Ringe und noch ein bisschen Geld. So, dann hat Barney wieder ein paar Ringe am Start. Ja, wir haben ein bisschen Minus gemacht. Ich habe immer noch 2600. Ah, ihr nehmt euch hier auch die Ausrüstung, ne? Alter, Lorissa hat einfach 18 Ringe. Bolusfett müsste sich übrigens noch ein Schild... Ich habe schon wieder 0 Schilder. Ach, weil die ganzen Schilder an die Dings gegangen sind. Scheiße. Ja, okay. Verbrechen bleiben unbestraft. Ich hasse es. Alter, wird der verbrannt? Ist doch fast so aus, wa? Ein Ort für Verbrennung. Holy shit. Okay, 2 sind wieder weg. Die haben wahrscheinlich wieder irgendwas gekauft und sind abgehauen. 3 Vagabunden noch. Alter, ich schwöre euch... Was denn jetzt? Ich schwöre bei Gott, baut dieses Schafott endlich auf. Ich muss die letzten 3 Verbrecher hier noch einkerkern. Oder bestrafen. Keine Ahnung, ist mir Banane. Hauptsache, ihr macht das. So, da hinten muss... Ja, das muss ich dann wieder aktivieren. Barney, Redekunst 12. Auch geil. Ja, Bestrafung. Während der Arbeit suchen Scharfrichter nach Vagabunden. Sehr gut. Die gewisser Verbrechen bezichtigt wurden und führen sie zum Schafott, wird ein Verdächtiger intervenisiert, wird die ausgewählte Strafe vollzogen. Wenn es keine weiteren Verdächtigen in der Stadt gibt, widmen sich die Scharfrichter der Verbrechensprävention. Sie schüchtern nacheinander alle Vagabunden ein und bringen sie so davon ab, am folgenden Tag Verbrechen zu begehen. Ein Scharfrichter kann pro Tag einen Vagabunden einschüchtern. Du kannst außerdem Terror gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen ausüben und tätige Personen im Einflussbereich des Schafotts. Wer zur Schaulustigen bei Hinrichtung und Erlangen einen positiven Gedanken, dessen Stärke von der Art der Hinrichtung abhängt. Das Gebäude muss für den Betrieb täglich mit Anweisungen versorgt werden. Okay. Das macht bitte der Wolli. Und Hinrichtung, Schandmaske, Blenden, Terror, nein. Was heißt denn Schandmaske? Blenden? Wird blind? Ja, hemmungslos geprügelt werden darf. Die beim Vollzug anwesenden Vagabunden. Ah, okay, danach ist er wieder Bauer. Okay, das finde ich eine angemessene Bestrafung. Oh. Ah, okay, 3 Leute arbeiten hierfür. Cool. Sehr gut. Volo macht hier ein paar Anweisungen und dann wird auf die Pirsch gegangen. 4 Leute habe ich. 4 Vagabunden. Also, ich glaube, es sind Vagabunden. Höfliche Tributforderung. Oh, nee, ich habe so eine gewisse Vorahnung von wem. Windspitze. Okay, von denen hätte ich nicht gedacht. Banditen anheuern, Verkauf von Sklaven. Kormann hält deine Armee für sehr schwach und schlägt vor, dass du stattdessen einen finanziellen Beitrag zur Sicherheit der Region beisteuerst. Er erwartet, dass du 100 bezahlst. Wenn du es nicht tust, werden sich die Beziehungen binnen 2 Tage um 11 verschlechtern. Wir sind bei minus 7. Er hat 15 Krieger mit einer Durchschnittsstärke von 4 und 1,33. Gott, wenn ich ansatzweise das...
Ja. Ja, komm, ich gebe ihm mal die 100, weil ich gerade keinen Bock habe, irgendwie Krieg zu führen. Plus, wir müssen auf den... Oh, was ist denn hier los? Wir müssen auf den nächsten warten. Oh, gibt Zeugenaussage ab. Auch schön. Also, ich kann euch wahrscheinlich sagen, wer die Vagabunden sind. Weil man erkennt sie ja an ihrem Äußeren. Oh, hier haben wir keine Arbeitslosen und keine Obdachlosen. Schön. So, Tempel, sehr gut. Ja, das habe ich da auch gemacht. Alles gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt schreiben, Sophia. Ah, dafür benötige ich drei Papier. Okay. Nee, dann Brauerei aufwerten, auch geil. Lass mal Sophia weiter lernen. Bringt auch weiter Intelligenz. Sehr gut. So, meine Armee entwickelt sich weiter. Alter, mittlerweile schon eine 9. Ungerechtfertigte Hinrichtung, Bestrafung sorgen für Terror. Ja, ich will aber keinen Terror machen. Mittelmäßige Erschöpfung, leichter Hunger. Ah, mir fehlt es tatsächlich an Arbeitern. Aber ich habe doch 100 Pro noch ein. Hier habe ich noch Platz. Da ist noch Platz. Da ist auch noch Platz. Also ein, zwei Leute können wir uns sogar noch aneignen. So, Zarina, 20 Jahre alt. Partner Ladoswet. Loyalität, okay. Mondsee, Macker. Hat sie an Intelligenz? 9. Oh, gar nicht mal so schlecht. Was? Modusfett ist bewegungsunfähig? Warum das? Wahrscheinlich voll wie eine Haubitze, oder? Naja. Wow, Lilly Verwaltung 14. Das ist gut. Das ist fein. Ja, Kunal ist einfach nur am Ausbilden hier, der Kollege. Danke für das Gold, das du geschickt hast. Ich bin vor allem darüber erfreut, dass die Übermittlung ohne Vorbehalte erfolgt. Ein Narr ist, wer in seiner Gier die eigene Niederlage in Kauf nimmt. Ja, fuck you. Oh, guck mal, wir sind neutral. Das ist doch schön. Wir kriegen 5 Zuwanderer, das ist auch schön, weil dann haben wir jetzt wieder ein paar offene Stellen besetzt. Ivanka? Wer ist sie? Handel und Verwaltung 10. Oh, die wäre natürlich auch Sahne. Oh nein! Larissa ist schon wieder schwanger von Rolos Wett. Oh, nächstes Kind. Holy shit. So, El Caravano. Lilly ist aber auch eine 10. So, also ich hätte gern alle Schilde. Ich brauche die ganz dringend. Ich hätte gerne nochmal 4 von denen. Und ich gebe euch nochmal. Was so viel. Bisschen hiervon. Hopfen können wir nochmal ein bisschen abgeben. Holz können wir auch nochmal abgeben. Ich muss jemanden finden, der mir Holz abnimmt. Hier irgendwas doppelt? Nö. Gut, dann zahlen wir mal 555. Wir haben eh zu viel Geld. Sehr schön. 5 Sklaven im Wert von 60. Gar nicht mal so teuer, ne? Hier könnte ich rekrutieren, will ich aber nicht. Ich meine, echt, die Sklaven interessieren mich. Weil ich kriege mindestens 50 Goldstücke. Beziehung zu Nachbarn minus 7. Nee. Nee. Nee, eigentlich nicht. Alter, Anzahl Banditen 12. Oh mein Gott. 9. Auch
9. Ich meine, gut, wir haben dementsprechend halt auch mehr Krieger jetzt, ne? Wir sind halt auch schon hier 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6. Also die sind schon ordentlich. Meine Krieger. Was haben die für einen Durchschnitt? 8 jetzt? Ja. 9 Krieger mit 8. Der war 17. Allerdings nur mit einer 4. Und 877. Und ich habe mittlerweile jetzt 902 von der Ausstattung. Das ist natürlich sehr geil. Achso, das Ding hier wir aktivieren, ne? Sorry dafür. So, Intelligenz, Lehren, Schüler ist auch richtig gut mittlerweile. Also sie muss halt die anderen Sachen mal langsam lernen. Warte mal, können wir das mal abbrechen? Hast du irgendwelche Interessen eigentlich? Ach, du warst die, die keine Interessen hat. Keine Ahnung. Hier, machen wir von Zarina ein bisschen was. Und Wetsche war... Der sollte vielleicht ein bisschen Führungsqualität noch lernen. Meinetwegen auch Kampf auf 4. Ja, Kampf könntest du bei ihr noch lernen. Was ist eigentlich mit Ivanka? Die kann gar nichts, ne? Doch Handel und Verwaltung. Kann ich bei ihr unterrichtet werden? Wie heißt sie? Ivanka. Nee, scheiße. Ja, geht zu Zarina, ist mir egal. Ich weiß nicht, warum Ivanka nicht quasi dafür vorgesehen ist. Schade eigentlich. Die hat ganz gute Werte. So, der Händler, von dem kann man nichts lernen, ne? Der kann auch nichts. Nee, der ist einfach nur Händler. Ah ja, okay. So, sehr schön. Also, 6 davon. Ich muss also Beziehung zur Matriarchin machen. Da brauche ich die 50, damit ich auf die besseren Waren beim Händler komme. Alter, alle super gut drauf, ne? Gut, Larissa ein bisschen, weil keine Ringe. Was? War das nicht die 18 Ringe hatte? Wo sind ihre Ringe alle hin? Okay, keine Ahnung. Mal gucken, mal Sehnsucht erfüllt. Und er hat keine mehr. Okay, gut. Da saffert schon mal wieder niemand. Sehr schön. Was habe ich denn hier eigentlich Neues? Das kenne ich. Oh, Alchemielabor. Wann habe ich denn das erforscht? Okay, ich muss, glaube ich, nochmal ein neues Wohnhaus bauen. Knall das nochmal hier hin und zieh nochmal die Straße ein bisschen runter. Belag entfernen. So. Neue Schlafseele. Nektar. Die Person ist abhängig von Nektar. Solange Nektar aktiv wirkt, bewegt sich die Person schneller. Ihre Fähigkeiten sind um 3 verstärkt und abhängige Arbeiter produzieren 30% effizienter. Täglich ein starkes Verlangen nach Nektar. Du heilige Scheiße. Ist das Einschränken des Nektarkonsums der Person im Dynastiemenü? Ja, ich habe den eigentlich allen verboten, das zu benutzen, ne? Oh, oh. Wir werden geplündert. Plant von Silberhafen. Was ist das? Da hinten? Nee, da will ich nicht aktiv wirken. Ein dickes, fettes Fuck you. Zwei Sklaven. Ich meine, gut, ne? Wenn ich meine Armee zusammenstelle. Also es gibt schlechtere Armeen als meine. Muss man einfach so sagen. Ich hätte gerne noch einen mehr. Okay, ich könnte ihn nehmen, aber er ist halt wirklich super schlecht. Aber dann wäre die Kaserne immer voll.
Ja, großartig, meine Lieben. Wir werden angegriffen. Da kommt die Armee. Wer braucht einen Verwalter? Ach, er hier. Ah, guck mal, Wohlfahrtsfett ist jetzt auch eine 10. Das ist doch super. Können die sich das mal ein bisschen aufteilen? Was ist denn mit Lilly eigentlich? Oh, die hängt ganz schön hinterher, die Frau, ne? Ja, großartig. Also. Es geht los. Wir werden in den Kampf ziehen müssen. Ach, hier fehlt es an Arbeitern. Das ist das einzige Problem. Wir haben zu wenig Arbeiter. Oh, oh. Ausfall? Weil hier gar keiner mehr arbeitet. Reparieren. Okay. Okay, ich brauche unbedingt neue Menschen. Gesund und arbeitslos 2? Aha. Verstehe ich nicht. Kann ich eigentlich Unterstützung quasi anfordern? Friedensabkommen. Lords. Handel. Kauft Werkzeuge. Verkauft Eisen. Sehr gut. Geschenk für den König. Ich kann aber jetzt nicht sagen, hier, Hilfe, Hilfe. Ich brauche... Schickt mir mal eure Armeen. Einer Lord spricht im Namen deines Königs schlecht über einen gemeinsamen Nachbarn. Als kann verschlechtern sich die Beziehung zwischen Gredden und dem Nachbarn. Ah ja, okay. Also so kann ich hier Zwietracht und vielleicht auch Krieg provozieren. Okay, ich bin gespannt, wie das jetzt gleich abläuft. I'm really, really surprised. Ich habe schon wieder 2 Leute weniger. Ich habe auch schon wieder 5 Verbrecher, ey. So. Da kommt die gute Dame. Kann ich die eigentlich angreifen? Macht ja fast mehr Sinn, wenn ich den... Alter, er ist 16? 5, 4. Ja, Schilde 9 ist eigentlich Quark, ne? Alter, Siegwahrscheinlichkeit 73%. Am Arsch. Sehr geil. Habe ich gespeichert? Ja, ne? Jo. Alles klar. Na, dann werden wir mal zum Gegenangriff übergehen. Ich muss schon wieder niesen. Ach Gott, Entschuldigung. So, 2,5 Stunden noch. Alter, mach hinne. Woli! Bruder, gib Stoff! Ja, produziere Mehl. What the fuck? Wir ziehen los! Oh, hier ist auch ein Kampf. Das war falscher. Yo, zieh los! 3 Zuwanderer, das ist viel zu wenig. Oh! 15 Minuten, 10, 11, 7, 1, 0. Angriff? Nein! Nein! Sie plündert! Wo ist denn mein Typ? Achso, ich habe die Zeit angehalten. Ja, alles gut, ich kann ja nichts machen. Ja, Schlacht hat begonnen, ist doch okay. Jetzt haut sie ab, wa? Niedergebranntes Dorf, Alter. So, und jetzt gibt's aufs Maul. So, ja, komm, wir gucken uns das erstmal an. So, Freunde der Sonne. Raure. Nur Nahkämpfer, wie ich sehe. Ja! 11,5, 11,4, 11,3, 10,3, 10,1. Und 11,1, okay. Die letzte müsste hier die Chefin sein. Ja, die hat noch ein kleines Krönchen auf dem Kopf. Trupp Raure. Kampffertigkeit 8. Oh, Raure ist verstorben. Oh. Oh. Der feindliche Truppenkommandant wurde getötet. Oh. Niedergang eines Adelsgeschlechts. Baumholz. Der Machthaber von Baumholz ist verstorben.
Oh, verlassene Stadt. Wie kann ich die jetzt annehmen? Ruine besiedeln. Für 300? Absolut. Rotes Fett. Auf geht's. Oh mein Gott. Ach, das ist ärgerlich, dass die Baumholz gestorben sind. Also ausgelöscht wurden. Gestorben ist nur einer. Ja. Es tut mir fast schon leid, aber eigentlich nicht. Unzureichende Arbeiter. Schafott, Roggenfeld, Holzfäller. Kaputt oder außer Betrieb. Mine. Ja, ich würde es gerne reparieren. Musst du eine... Nein, ich kenne das... Ich habe das Wissen über Mine nicht. Oh, leck mich doch am Arsch. Das ist mein Problem. Deswegen kann die Mine nicht arbeiten. Ich mache aber trotzdem noch Plus am Eisen. Verstehe ich nicht, aber ist egal. Okay, also wenn Larissa morgen fertig ist, dann... Oder Sophia ist ja eigentlich Banane. Dann muss ich unbedingt Mine machen, damit ich das hier habe. Ergebnis verlassen statt. Das Marktvolumen hat sich erhöht. Lilly ist der neue Thronerbe. Ah. Oh. Mein edler Freund Barney, ich teile dir auf diesem Weg in aller Kürze mit, dass wir uns hier gegenwärtig eine neue Heimat schaffen. Diese Lande sind zweifellos wild, doch wir werden hier wachsen und gedeihen. Sei dir dessen sicher. Eigenhändig gezeichnet, König Volosvet. Für ein neues Adelshaus gegangen. Es ging aus dem Haus Funkenheim hervor und ist ab sofort dessen Verbündeter. Oh mein Gott. Die Volosvet. Mit Vetscheva und Lyrissa. Und Tihana, ich weiß nicht, wer sie ist. Okay, die haben keine Armee. Oh, jetzt bin ich natürlich super am Arsch, weil ich habe keinen fähigen Kämpfer mehr, ne? Aber... Ah, da gab es doch einen, die super kämpfen konnte. Ja, jetzt habe ich natürlich echt das Problem. Scheiße, die können alle nicht kämpfen. Ich kann jetzt nicht hier sagen, genau, es geht entweder nur Barney oder nur Lilly. Alter, die hat jetzt schon 13. Lass uns mal aufteilen. Ich muss das mal alles neu aufteilen. Ja, gut, das wird jetzt lustig und spannend. Gut, aber das mache ich jetzt mal offscreen. Das müssen wir jetzt nicht gemeinsam erleben. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten neuen Folge Norland. Ja, geht ja gut voran, wa? Erstes Adelshaus quasi besiegt. Einen hat sie noch. Wo denn? Ach, hier ganz unten die Kräuterhütte war. Ja. Ein Adelshaus besiegt und wir haben jetzt schon 3 Provinzen unter unseren Fittichen. 12 müssen es am Ende sein. Aber ihr seht, das Reich oder unser Reich wächst und gedeiht. Was mich noch ein bisschen wundert, ist, dass wir keinen... Also, dass der Fog of War hier noch ist, weil das ist ja jetzt quasi auch unser Gebiet. Ich weiß nicht, warum wir das hier noch nicht sehen können. Vielleicht muss ich da jemanden hinschicken oder so. Wobei, ich kann aktiv da keinen hinschicken. Ich kann ja nicht mit der... Also, ich kann ja mit Rechtsklick hier nichts bewirken. Keine Ahnung, vielleicht entzündete Wunden. Ja, Volosvet ist ja nicht mehr mein Problem. Werden wir rausfinden. Gut, also, erstmal vielen Dank. Bis morgen. Und, ja, dann geht's weiter. Mit Funkenheim. Dem Herrscher von Norland, vielleicht. Irgendwann. Adieu.